So, mein Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Sonntagabend-Update. Gestern kurze Auszeit genommen, deswegen geht es jetzt direkt weiter mit den neuen täglichen Updates. Wir sehen nicht allzu viel Bewegung, haben jetzt hier effektiv eine Änderung von 0%, die uns TradingView gerade anzeigt. Entsprechend über das Wochenende natürlich relativ wenig Liquidität, die auch in aller Regel zu wenig Volatilität führt. Da ein kleiner Hinweis: wenig Liquidität bedeutet sehr häufig, wenn der Markt trotzdem gehandelt wird, dass die Volatilität anspringt. Denn wenig Liquidität bedeutet nichts anderes, als dass wenige Order in den Markt kommen, beziehungsweise wenige Order im Markt vorhanden sind. Was dann bedeutet, wenn der Markt von einer Order zu einer anderen springt, quasi von einem Preisangebot zu einer Preisnachfrage, dann ändert sich in aller Regel aufgrund der fehlenden Liquidität, die dazwischen liegen könnte, letztendlich die Preisbewegung zustande kommt. Heißt für uns, wenn wir wenig Liquidität an den Wochenenden haben, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass es immer auch wenig Volatilität nach sich zieht, also dass sich der Markt wenig bewegt, sondern wenn der Markt trotzdem rege gehandelt wird, dann kann das viel eher für stärkere Kurssprünge sprechen. Das sehen wir beispielsweise in diesen Minors oder in den Exotic bei den Devisenmärkten, wie zum Beispiel im GBP, New Zealand Dollar. Ja, das ist ein Markt, der natürlich auch ein sehr hohes Handelsvolumen hat, aber im Vergleich zu den anderen Devisenmärkten sehr, sehr gering ist. Deswegen ist der Spread da üblicherweise auch sehr groß und die Pips bzw. die Pip-Differenz beim Handel springt extrem schnell, weil der Markt einfach nicht so liquide ist. Trotzdem Angebot und Nachfrage letztendlich sich matchen müssen und dadurch diese Sprünge zustande kommen. Hier übers Wochenende ist das wenig passiert. Wir haben uns jetzt eher stabilisiert gestern und heute, was aber auch einen Kontext mit sich bringt, über den wir definitiv sprechen müssen. Wir haben darüber gesprochen, warum der Markt hier oben rejected wurde und warum der Markt jetzt hier auch aufgrund der eingetrübten Tendenzen oder der eingetrübten Aussichten sich nicht so wirklich von hier auch entfernen sollte oder nicht so super bullish erscheint, wie er hätte sein können. Aber was wir entsprechend im Markt gesehen haben, ist, wir haben die erste dynamische Unterstützung gebrochen. Dadurch haben wir diesen Widerstand hier voll ausgespielt und haben durch die neue Verkaufskraft, die in den Markt gekommen ist, einen ordentlichen Druck nach unten bekommen. Am Freitag waren die Anzahl der Transaktionen, das Volumen etwas weniger. Wir sind noch ein bisschen weiter nach unten gefallen und sind jetzt sehr, sehr seitwärts. Und häufig zeigen solche Seitwärtsbewegungen eine Art Konsolidierung, die wir uns jetzt gleich auf kleinerer Zeiteinheit anschauen. Aber letztendlich haben wir hier ja dieses Liquiditätscluster, also dieses Hochvolumencluster, wo der Markt bereits mehrfach angehandelt wurde. Das heißt, genau hier würden wir erwarten, dass Positionen geschützt werden oder eben Volumen in den Markt kommt, was genau hier den Markt zu einer bullischen Formation zwingen müsste, wenn sie denn kommen würde. Allein schon von der Erfahrung, von der Empirie her, kann ich hier mitteilen, dass wenn der Markt entsprechend langsamer wird und nicht die Gegenbewegung bekommt, dass wir dann sehr, sehr häufig weiter in entsprechende Trendrichtung brechen. Ja, sowas kann sich wie hier ausspielen, dass wir uns langsam erstmal wieder stabilisieren und dann früher oder später weiter in die Trendrichtung nach unten brechen, was natürlich auch zu der gesamten Situation im Markt etwas besser passt. Also wenn wir einfach mal das Ganze wirklich versuchen wollen, objektiv zu betrachten, klar, ich sag mal, der Gedanke Blockchain, der Gedanke Krypto hin oder her, aber gerade einfach, wenn man sich die Märkte anschaut, dann sieht es einfach nicht so rosig aus. Das gleiche gilt auch für die Indizes, das gleiche gilt für die Aktienmärkte, für die Nasdaq beispielsweise, auch vor allem die aufgepumpten Tech-Werte. Das geht natürlich aber auch für zum Beispiel Devisen wie dem, was können wir als Beispiel nehmen, dem CAD/JPY. Der CAD/JPY ist auch ein Markt, dem würde ich halt auch nicht zu viel Stärke zumessen, denn der kanadische Dollar, der ist zwar sehr, sehr abhängig vom Öl, letztendlich von der Entwicklung des Öls. Aber noch wichtiger ist letztendlich, der JPY stellt seit Jahrzehnten die Niedrigzinswährung dar, die halt einfach den sicheren Hafen darstellt. Entsprechend ist auch dieser Markt nicht stark. Von daher eine gewisse Objektivität hier ist definitiv angebracht. Und das zeigt uns, wir haben möglicherweise, wenn wir keine Stabilisierung in diesem Bereich bekommen, eher den weiteren Abwärtsimpuls, auf den wir letztendlich spekulieren sollten. Hier die dynamische Unterstützung, die der Markt vorher einmal gefaked hat und dann aber wieder nach oben durchbrochen hat, wäre dann erstmal im Bereich der 41,4, bevor wir hier möglicherweise mit einem tieferen Hoch dann den Break nach unten bekommen. Die positiven bullischen Aussichten sind gerade extrem schwer. Natürlich haben wir diesen dynamischen Widerstand jetzt nach oben gebrochen, haben das hochgebildet, möglicherweise ein höheres Tief und könnten dann theoretisch regelkonform eigentlich einen schönen Bounce nach oben bekommen. Aber dieser Impuls war zu stark.
Und dieser Impuls, der war zu stark für die allgemeine Marktsituation, weswegen ich davon ausgehe, dass dieses höhere Tief am 38er Fibonacci-Level keine besondere Bedeutung an dieser Stelle bekommen sollte. Entsprechend erwarten wir hier etwas tiefere Kurse. Auf Wochenbasis haben wir jetzt, was das anbelangt, einen deutlichen Turnaround dann doch noch bekommen. Das heißt, wir haben die Woche dann doch noch leicht bearish geschlossen und sowas hier als Turnaround in den gleitenden Durchschnitten zeigt natürlich auch auf Wochenbasis, da ist eher Potenzial gerade nach unten. Das erste interessante Level, auf das wir setzen könnten, wäre dann das 39.200 Dollar Level, dieses Konterlevel, was sich auf Wochenbasis durch diesen Docht nach oben gebildet hat. Das wäre spannend, ob wir hier nochmal Rejection reinbekommen sollten. Sollte das nicht passieren, werden wir uns mit Sicherheit im Bereich dieser Schatten nach unten bewegen. Wenn wir uns das Ganze nochmal auf Tagesbasis anschauen, dann sehen wir, dass dieser Schatten hier unten auch immer noch eine relative Größe hat. Der ist jetzt nicht allzu groß, also ist jetzt nicht, was wir typischerweise als Richtungsschatten oder Richtungsdocht bezeichnen würden. Aber wenn wir sehen, diese großen Schatten oder diese großen Dochte, die werden mit Kusshand gefüllt, wenn der Markt letztendlich eine Dynamik aufbaut, die in diese Strukturrichtung spielt. Und das ist hier ganz definitiv der Fall. Entsprechend warten wir, ob wir diese Struktur nach unten bestätigt bekommen. Und wenn ja, dann wären die hier unten auf jeden Fall die 33.000 Dollar unser großes Ziel. Ob, wann, wie wir so weit runterfallen, weiß natürlich niemand. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir runterfallen, ist aber deutlich gegeben. 4-Stunden-Basis haben wir hier eine kleine Flagge gebildet, wurden von den gleitenden Durchschnitten jetzt hier auch nach unten rejected. Die werden gerade hier geladen. Vielleicht lade ich die Seite nochmal. Dann haben wir die gleitenden Durchschnitte auch auf H4 am Start. So, da sind sie von den kurzfristigen gleitenden Durchschnitten hier relativ eingepfercht, haben jetzt auf H4 diese deutliche Rejection bekommen, auch hier die dynamische Unterstützung gebrochen. Sicherlich kann man hier an dieser Ribbon letztendlich mehr oder weniger eine kleine Stütze erwarten bei den 41,5. Also das ist durchaus denkbar, dass wenn wir runterfallen, nochmal uns kurz hier stabilisieren. Aber mittelfristig sieht das Ding definitiv short aus. Und dann haben wir das große Volumenklasse hier drunter und vor allem diesen starken Docht nach unten, der hier auf H4 gar nicht mal so übel aussieht, also gar nicht mal so eine verrückte Bewegung zeigt. Dennoch sollten wir ganz stark darauf achten, wenn wir in Strukturrichtung nach unten bewegen, dass wir in diesen Bereich kommen. Was weiterhin dafür spricht, das Volumen nimmt stetig ab, was bedeutet wohl abnehmendes Volumen, weniger Kaufkraft in den Markt kommt, weniger Volumen, entsprechendes Abwärtspotenzial. Schauen wir uns zu guter Letzt noch das Open Interest zu Bitcoin an. Das ist natürlich immer spannend, auch mal zu sehen, wie sich das Ganze hier nach und nach entwickelt hat. Haben wir hier das Ganze von Binance. Jawohl, da haben wir es. Wir würden erwarten, dass das Open Interest weiterhin relativ weit unten ist. Müssen natürlich auf Tagesbasis gehen, da das vernünftig verwertbar ist. Ist relativ tief, ja, ist nicht stark angestiegen. 13.02. heute. Entsprechend, der Wert hat sich kaum geändert, das Open Interest hat sich kaum geändert. Das Wochenende ist natürlich wenig ausschlaggebende Kraft in den Markt gekommen. Nichtsdestotrotz, wir erwarten auch, dass ein bisschen mehr Longhändler weiterhin im Markt sind als Shorthändler. Wir sehen, dass der Markt nach unten gefallen ist. Was sehen wir hier? Long-Short-Ratio von den Accounts 1,55. Gleiche sollte auch mit den Positionen sein. Die sollten auch ein bisschen im Vorteil sein. Und da sehen wir 1,12. Also einiges spricht dafür, dass die Retailer gerade versuchen, diesen Preisbewegung wieder aggressiv aufzukaufen, was häufig dazu führt, dass sich der Markt entsprechend der Anti-Retail-Logik vor allem dann weiter nach unten bewegt. Andere Spielereien, die wir gerne mal auch anbringen können, sind zum Beispiel der RSI. Der RSI, der die relative Stärke anzeigt im Markt. Und den schauen wir auf Tagesbasis an. Die relative Stärke hat jetzt hier ein Update bekommen. Das ist der RSI 14 und der simple gleitende Durchschnitt 14 auf Schlusskursbasis, die hier miteinander in Kontrast oder beziehungsweise in Verbindung gebracht werden. Da sehen wir, die schneiden sich langsam nach unten. Das heißt also, für die durchschnittliche Bewegung, den Durchschnittspreis, den hier eben der SMR angibt, der nahe der Mitte ist, das heißt im durchschnittlichen Preis der letzten 14 Kerzen ist der Markt harmonisch, liegt nahe der 50, haben wir ein deutlich abflachendes Volumen. Also entsprechend RSI um die 50 rum heißt eher weder Aufwärtstrend noch seitwärts, also noch Abwärtstrend, sondern eher Seitwärtsbewegung, die dafür spricht, dass wir in diesem Volumenklasse uns kurzzeitig stabilisieren, bevor wir einen neuen Impuls bekommen. Und allein schon von den fundamentalen Aspekten her, aber auch von der Datenlage, vor allem auch vom Open Interest und vom Volumen, sprechen wir viel eher davon, dass der Markt ein deutliches Abwärtspotenzial mit sich bringen kann.
Jetzt schauen wir mal anstelle des RSI nochmal in den MACD. Der MACD, der Moving Average Convergence Divergence, zeigt uns häufig so einen Momentum-Shift, ist ein Momentum-Oszillator. Und da sehen wir ganz häufig, und das ist so ein kleiner Trick, wenn du denn so möchtest, dass das, wenn das Histogramm groß wird, bedeutet das nichts anderes, als dass die Differenz zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten auch groß geworden ist. Und das heißt, wir haben ja einen 26er und einen 12er gleitenden Durchschnitt. Ja, und wenn die entsprechend, wenn der kleine gleitende Durchschnitt schneller nach oben zieht als der mittelfristige, bedeutet das, dass die kurzfristige Bewegung deutlich stärker ist als die mittelfristige. Was bedeutet, der Trend hat sich kurzzeitig entwickelt, ist aber vielleicht überspitzt, vor allem wenn der Markt hier so ein großes Histogramm bietet, um dann eine große Wahrscheinlichkeit zu haben, dass die sich wieder annähern, damit der Markt wieder in seine Marktharmonie kommt. Und sowas sehen wir sehr, sehr häufig, wenn der Markt diese großen Histogramme liefert und auf Widerstandszonen zuläuft. Dann werden diese starken Trends sehr, sehr häufig auch in zum Beispiel potenzielle Gewinnmitnahmen eingeteilt oder dann halt werden Gewinne mitgenommen, Positionen teilgeschlossen und dann nähern sich diese Preise wieder an. Das sollte jetzt erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Wir schauen mal, was die neue Woche bringt. Ist bestimmt eine sehr, sehr spannende Woche. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Start in die neue Börsenwoche, gute Trades, viel Disziplin, viel Geduld und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für eure zahlreichen Kommentare bezüglich des Zustandes meiner Mutter. Das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Auch wenn ich nicht jedem antworte, heißt das nicht, dass ich sie nicht wahrnehme und das heißt nicht, dass die Kraft, die Gedanken dann auch nicht wirklich ankommen, weil das tun sie. Meiner Mutter geht es deutlich besser, deswegen Klopf auf Holz, dass das auch so bleibt und die Entwicklung genauso schnell auch wieder weiterhin ins Positive zieht, wie es bisher gemacht hat. Deswegen danke euch für eure Kraft, für eure Worte, für eure Gedanken. Wir sehen uns in Kürze wieder. Dein Dominik von der Water Story. Ciao, ciao.